Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Bitte mit rosa T-Shirt. Store dazu kriegst du Sonderkommission. Mendoza und Dahl in mein Büro. Jetzt haben wir mal echt ein. Ihr zwei kennt euch? Ausgabe. Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Oh, da ist schon das taffe Asiat dabei. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Okay. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht das schon. Einen schönen Tag. Es lief doch ganz gut. Ach, und sie fährt auch noch. Ach, ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal verschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr zwei Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Das ist doch unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob liebst. Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Oh, Mann, hey, Pfoten schon weg wieder. Von der Scheibe. Okay, okay. Hey, durfte ich, naja, ich meine, durfte ich $5 kriegen? Ja, ich weiß, ich nenne mir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Danke. Echt? Sozialer Aufstieg, ne? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg, ne? Ja. So in etwa. Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Untersuchung lehne ich ab. Hinreichender Verdacht, Vollidioten, egal was du ablehnst. Hey, Gooseman, wer ist denn das? Unser alter Freund Hux hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Oh. Man schreibt nie so einen Namen durch die Gegend, du Affe. Mein Haus. Was soll ich denn machen, wenn sie mir SMS schreibt? Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, ne? Nein. Havanna. Wow. Wie bist du abgehauen? Richtig ab, mit meiner Mom. Jo, Mann. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Ich bin seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Was ist? Ist der noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wer mir war auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Schnauze. Weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen? Eindruck von gibt es hier ein Problem?
Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg noch. Fick dich! Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Scheiß drauf, wir rufen gleich Obama an. Komm, wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Okay. Hier 13, wir steigen aus. Das darf nicht stehen. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt, es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Der Typ, den wir suchen, hängt hier normalerweise rum. Ja, also, ja, ich guck nicht hin. Ein und alles. Verstehst du? Okay, zurücktreten. Alle zurücktreten. Hi. Achso, okay. Na los, dann. Zeig mal, was du kannst. Drei. Zwei, Junge. Komm noch ein für Papi. Vier. Sehr schön, jetzt kommt einer von Mutti. Fünf. Sehr schön, und jetzt ist die Ami dran. Schwester! Ah, du hast eine Schwester, okay. Dann gib mir mal vielleicht die Telefonnummer. Ja, warte, 7, ich schalte sie gerade auf. 7. Was dann? 8. Und weiter? Hallo! Telefonnummer, du Arsch! So, was machst du, Hübsches? Okay, ihr seid total beschäftigt. Ich sehe es schon. Ich lasse euch lieber mehr. Hübsches Sofa. Ja, Leute, wir genießen das lieber noch so ein bisschen, was wir hier alles Abend hier sehen können. Wer weiß, wann wir uns noch mal so ich war lange nicht mehr hier. Geh du voran. Fuck, was ist denn das da in deiner Hose, Officer? Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich bin. Und ob du das weißt? Ruben, stopp ihm endlich das Maul. Und pack also, das mit. Moment, ich hab gar keine Tüte. Gar keine Tüte. Ich hab keine braune Tüte, keine Papiertüte oder Plastiktüte. Auf die! Tschüss, Tim. Klaus! Viel Spaß noch. Und tschüss. Ja. Danke! Ach, ist ein Freund. Tschüss. Scheißzeit. Das ist Schach, nicht Dame. Jetzt sieh doch endlich, du Penner. Weißt du was? Ich rufe einen von den Typen an aus der Drogenshow. Weißt du, die Mexikaner mit der Glatze und dem Anzug. War das der mit der Axt? Aber hallo, einer von den Kerlen macht dich platt, wenn du nicht endlich ziehst, Mann. Ach, ich weiß nicht, kein Plan. Mach dich alle, Mann, sieh endlich, sieh. Weißt du, was ich gar nicht glauben kann? Dass der Cop dich gekillt hat. Das war unglaublich. Ja, war das voll der Bullshit. Ich würde nicht leben, aber egal. Wenn du nicht sofort ziehst, kommt einer von den Kerlen und macht dich platt. Weißt du was? Dann mach ich die platt. Oh. Mit einer krass beschissenen Axt. Okay, okay, okay. Aber zieh doch endlich. Okay.
passiert da echt nichts mehr. Boah, der Junge ist auch wahrscheinlich einer, der in der Klasse steht und sich fragt, nehme ich hier jetzt was zu trinken? Wenn was nehme ich mir zu trinken? Nehme ich eine Cola oder eine Cola Light oder eine Cola Zero? Und wenn ich dann doch keine Cola nehme, nehme ich dann lieber ein Wasser und nehme ich das dann mit Spritz? Boah, ich hasse solche Leute, wie die Pest. Okay, lass uns weiter gehen. Forcell! Hey Schatzi, wollen wir hier einkaufen? Was? Geh du vor, ich kenn das. Na, na? Hab doch gesagt, es klappt. So läuft's immer bei mir, Baby. Immer und ewig. Ist klar? Ist klar? Ihr habt keinen blassen Schimmer. Keiner von euch, ist klar? Ich bin euer Prophet. Ist klar. Ist klar? Und ich sag euch was. Ich will euch nicht überfordern. Keinen von euch, jo. Ist klar. Das ist aber nett von ihm. Hallo, zücke deine Marke, um einen Verdächtigen zum Stehenbleiben zu zwingen. Halte deine Waffe auf den Verdächtigen, um die Kontrolle zu bewahren. Sobald sie den Verdächtigen nicht mehr abdeckst... Was soll das denn? Miami PD, wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective, wer ist das denn? Mein neuer Partner Briggs. Wir spielen böser Cop, ganz böser Cop. Dein Freund Tab, wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Cop also. Nick, schnapp ihn dir. Ich mach dich selber sauber. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Hä? Klar. Boah, hab ich mir einen Kreis gedreht und ihn gepackt, Alter. Jetzt chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Ich kenn meine Rechte! Was, lässt ihn einfach hier? Ist das wirklich klug? Jo. Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf den! Los, Tabs Couch ist in den Arcola Sozialbau. Da ist er sicher nicht lange. Ach, scheiße, das sind Tabs Leute. Okay. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm! Ich bin direkt hinter dir. Jetzt rennt sie die ganze Zeit. Aufmerksamkeit von Verdächtigen. Die Aufmerksamkeit von Verdächtigen wird auf zwei Arten angezeigt. Die Aufmerksamkeitsanzeige führt sich, sobald ein Verdächtiger fertig wird. Die Sichtkegel auf der Minimap verändern sich je nach deiner Haltung. Hallo! Das wirst du doch keinem erzählen, oder Partner? Weiß nicht, wovon du redest. Braver Junge. Okay, komm. Oh, du bist ein total tapes Weib. Kein Mann kommt jemals an dich ran. Und zu Hause liegst du allein mit deinem Vibrator im Bett und weinst dir ab, warum du keinen Mann hast. Geh durch. Na, besten Dank. Oh mein Gott, ich habe mir die Tür aufgemacht. Das ist natürlich total Disaster. Da ist der Kommentar. Wohl eine haarige Situation. Aber du hast es geschafft. Was hältst du eigentlich von Starlight? Wir waren nur kurz Partner. Er ist ein Elefant. Die Welt sein Porzellanladen. Das können wir sehr reden. Scheint nicht viel. Problem ist die Mutter der Abwehr. Was soll das heißen? Da spiele ich Abwehr. Du spielst Abwehr, Mann. Und warum gewinne ich dann bitte? Sag schon. Weißt du, was ich habe? Nee, das rätst du niemals. Was soll der Quatsch denn, Mann? Okay, dann schau gut zu. Und hör auf zu jammern. Genau deshalb gehören deine 20 Dollar jetzt mir. Oder sagen wir ruhig, es waren 50. Noch ein Spielchen? Oh, okay, Mann. Also best of three. Wirf was, um ihn abzulenken. Das Lied ist cool. Schönes Lied. Hallo. Okay, ich werf dich. Was? Ablenkung werfen. Wirf eine Patronenhülse, um einen Verbrecher von deinem Weg abzulenken.
nur entdeckt zu bleiben. Nur ein Verbrecher kann jeweils auf eine geworfene Patronenhülse reagieren.